Hallo ihr, schön, dass ihr da seid und tut mir leid, dass das Video erst jetzt kommt. Ihr hört schon wahrscheinlich am Ton und ihr seht es auch in der Umgebung. Der Grund für diese Verzögerung ist, dass ich umgezogen bin und endlich meine eigene Wohnung habe und soweit fertig bin mit allem. Ich weiß nicht, vielleicht möchtet ihr einen kurzen Einblick sehen. Ein kleiner Teil vom Wohnzimmer. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, könnt ihr mir das ja gerne mal in den Kommentaren unten schreiben, damit ich Bescheid weiß, ob sich jemand dafür interessiert oder auch nicht. Heute soll es aber erstmal um den Get to Know Me Tag gehen, zu dem ich jetzt schon mehrfach getaggt worden bin, unter anderem von Christina Rox und Exlepris Lisa. Und ja, ihr findet die beiden auf jeden Fall unten in der Infobox. Dann könnt ihr da auch mal vorbeischauen, wenn sie euch interessieren. Ich mag beide sehr, sehr gerne und gucke sie auch sehr, sehr gerne. Kann es sein, dass es noch super viel Halt hier drin? Ich muss mehr Möbel kaufen. Okay, genug geredet. Das Video soll ja jetzt auch nicht wieder so lang werden. Wie lautet dein richtiger Name? Alexandra. Hast du einen Spitznamen? Das wäre dann Alex, was ich allerdings nicht ganz so gerne mag, weil es einfach, dass es Standard ist und deswegen habe ich hier den Spitznamen Liz im Internet angenommen. Wann hast du Geburtstag? Geburtstag habe ich am 15. April. Wie lautet dein Sternzeichen? Somit ist mein Sternzeichen Widder und das bin ich tatsächlich durch und durch. Wer einen Widder kennt, weiß, was damit gemeint ist. Was bist du von Beruf bzw. möchtest du mal werden? Ich bin jetzt tatsächlich Erzieherin und ziemlich glücklich darüber. Ich bin jetzt im Anerkennungsjahr, das heißt, Erzieherin bin ich schon, nur noch nicht staatlich anerkannt. Das passiert dann in einem Jahr. Welches Körperteil an dir findest du am schönsten? Ich schätze mal, das wären dann meine Augen. Ich weiß, das ist ein Klassiker, aber es ist nun mal so. Hast du eine Zahnspange? Okay, das ist zugegebenermaßen eine sehr merkwürdige Frage. Nein, ich hatte nie eine und ich habe auch nie eine gebraucht. Das heißt, ich habe auch keine, was man auch sieht. Hast du Piercings? Nein, habe ich nicht mehr, sage ich mal. Also ich habe im Ohr hier zum Beispiel einen zweiten Ohrring. Ob das als Piercing zählt, weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht. Und ich hatte hier am Ohr mal da ein Loch und da oben, das heißt, hier war so eine Stange drin. Ich weiß gerade dummerweise nicht mehr, wie das heißt. Jedenfalls hatte ich hier mal so eine Stange drin und der Piercer war so schlau und hat das hier oben viel zu nah am Rand und viel zu nah am Kopf gemacht, sodass sich das immer entzündet hat und das ging einfach nie weg. Deswegen musste ich das rausnehmen. Das heißt, ich hatte hier so einen Ring drin, den musste ich dann auch irgendwann rausnehmen, weil der mich sehr, sehr, sehr genervt hat, weil es einfach bei Kälte wehgetan hat. Wenn es warm war, hat es wehgetan und das ist halt Metall, das dehnt sich aus oder zieht sich zusammen und dann, das war mir nix und finde es auch so besser. Ich hatte hier auch noch einen zweiten, der, warum habe ich den eigentlich rausgenommen? Ich weiß nicht, der ist zugewachsen. Und dann habe ich halt hier zwei und da ein Ohrloch und dann ist gut. Bist du tätowiert? Noch nicht. Hast du eine beste Freundin? In meinem Fall passt da eher bester Freund. Und davon ist einer sogar mein fester Freund, was auch sehr schön ist und auch nicht jeder hat. Welches ist dein Lieblingsfilm? Ja, gut. Auf die Frage habe ich mich, wie ich gerade sehe, nicht vorbereitet, weil mir nichts eingefallen ist die ganze Zeit und mir fällt... Also, Lieblingsfilm, das ist halt so eine Sache. Es gibt viele Filme, die ich gern gucke. Ich habe zum Beispiel 30 über Nacht früher so oft hintereinander auch geguckt. Ich mag die Herr-der-Ringe-Reihe oder Harry Potter sehr gerne. Aber Lieblingsfilm, ja, da kommt es drauf an. Also ich mag verschiedene Richtungen an Filmen, wie zum Beispiel Horrorfilme sehr gerne oder eben diese Schnulzen. Also das tatsächlich alles, was eine Cinderella-Verfilmung ist, ist meins. So sieht's halt aus. Und aber einen richtigen Lieblingsfilm, den ich immer und immer wieder gucken würde oder wollen würde, da gibt es so viele. Teilweise, das wäre zu schwierig für mich zu beantworten. Nein. Also so richtig einen einzigen habe ich nicht, nee. Welche ist deine Lieblingsserie? Selbes Prinzip, ich habe so viele und es wechselt halt immer wieder, weil ich immer wieder neue, gute Serien suche. Beispiel The 100, was jetzt auch im Fernsehen anlief, glaube ich, habe ich schon komplett durchgeguckt.
Ich gucke mir das alles nämlich in der Originalfassung an, weil ich es dann schneller durch habe. Und ich habe schon so viele Serien durchgeguckt. Ich gucke die einfach am Stück, dann sind sie durch und dann brauche ich halt einfach die nächste. Was ich halt schon durchgeguckt habe, so Sachen wie Dr. House zum Beispiel. Auch eine super Serie, die ich immer wieder, wenn es im Fernsehen läuft, einfach mitgucken kann. Oder so eine Serie wie Star-Crossed, die ist, glaube ich, jetzt abgesetzt worden. Ich bin mir nicht sicher. Das habe ich durch und es kommt aber nichts mehr. Lost Girl, ob da noch irgendwann was kommt, weiß ich auch nicht. Orange is the New Black, das dauert auch noch eine Weile, bis das nächste kommt. The Originals ist auch in der Pause. Teen Wolf läuft jetzt gerade wieder weiter, das gucke ich auch sehr gerne. Was ich auch super genial finde, ist Grimm. Das ist auch in der Pause, meine ich. Also es muss eine weitere Staffel geben. Es sind so Sachen, ja, so in die Fantasy-Richtung, Sci-Fi-Richtung. The 100 ist jetzt einfach auch sehr genial. Also nicht mit den Büchern zu vergleichen, wie ich gehört habe. Die Bücher werde ich mir nicht lesen, antun, was auch immer. Also wenn ihr einen Tipp für mich habt, ich freue mich riesig über neue Serien. Welches ist deine Lieblingsfarbe? Das kommt auch drauf an, ob es jetzt gemeint ist, Lieblingsfarbe in Bezug auf Möbel, auf Kleidung, auf Schuhe, auf Deko-Zeugs, auf Wandfarbe. Das kommt echt drauf an. So grundsätzlich würde ich sagen, so pastellig Zeugs. Ich bin jetzt zum Beispiel total im Ikea-Rausch, habe jetzt, wie ihr seht, hinten diese Blümchenbox, finde ich super genial. Aber so an sich, so dieses Pastellige mag ich echt gerne, so Altrosa, so in die Richtung auch Neongelb oder sowas würde ich niemals anziehen. An der Wandfarbe habe ich immer sehr neutrale Töne. Ich habe zum Beispiel so einen Grauton, so ein ziemlich neutrales und so ein Grauton, was so ein bisschen ins Lila gehende ist. Aber nicht sehr auffällig, also sehr, sehr dezent, damit es halt eben einfach in den Raum passt und nicht den Menschen erschlägt, der hier reinkommt. Das ist nicht mein Ziel. Von den Möbeln her auch. Also am liebsten weiß. Oder ich habe zum Beispiel noch von zu Hause, jetzt die Hälfte der Wohnung ist mit Nussbaum weiß. Nussbaum wollte ich jetzt eigentlich auch wieder loswerden. Ansonsten habe ich noch, wie ihr hier am Schrank seht, dieses Schwarzbraun von Ikea. Die finde ich auch ganz nett, also eigentlich so schwarz-weiß. Mit so Deko auch eher, naja, so ein ganz helles, neutrales Blau. So ein, wie gesagt, so ein Altrosa, so ein Goldton. Wie heißt dein Lieblingslied? Auch davon habe ich nichts so Richtiges. Man glaubt es kaum. Ja, tja, ich höre ein Lied gewöhnlich so lange, bis ich es gar nicht mehr hören kann. Ich, ja, das ist so eine Macke irgendwie von mir. Wenn mir ein Lied gefällt, dann höre ich das so lange und so oft, bis es mir aus den Ohren raushängt. Beispielsweise war das jetzt von Aurora, wird hier so ausgesprochen. Running with the Wolves habe ich ganz, ganz gern gemocht und habe so oft gehört, dass es mich einfach nicht mehr mitreißt, leider. Oder 17 von, ich schreibe es euch einfach mal hier hin, Siofgren, keine Ahnung, wo kommen die her. Das höre ich aber immer noch sehr gerne. Das ist so die Richtung, so allgemein in letzter Zeit höre ich ganz gerne Florence and the Machine. Das ist so, ja, das ist so zurzeit das. Dein liebstes Essen? Hauptsache überbacken mit Käse, mit, keine Ahnung, alle möglichen Gemüseaufläufe oder überhaupt Aufläufe oder in der Pfanne. So gibt ja diese Auberginen in diesem Teig, diese überbackenen Auberginen, die esse ich so, so gerne auch. Oder Hauptsache einfach, ja, überbacken. Alles, was so aus dem Ofen kommt oder in der Pfanne überbacken ist, alles so das, was man nicht essen sollte. Hättest du gerne Kinder? Grundsätzlich schon, nur nicht jetzt. Und wenn, dann liegt das noch in weiterer Zukunft irgendwo weit weg. Willst du mal heiraten? Ja, heiraten möchte ich sehr, sehr gerne. Das ist so dieser Cinderella-Traum von mir. In so einem wunderschönen... Es gibt ja diesen Film mit, was war das denn? Diese zwei Bräute, die beste Freundinnen sind und heiraten. Und sich dann aber so zoffen, aber in derselben Kapelle irgendwie im Raum gegenüber heiraten oder beziehungsweise der Raum ist belegt und nur einer kann, aber die wollten am selben Tag heiraten. Wie heißt das? Bride Wars? War das das? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall hat die eine Blonde, hat so ein wunderschönes Kleid. Es geht in der Mitte ist es eng und geht dann runter in einem bauschigen irgendwas, so ein weiß Tüll-Dings, also so richtig schön eng und dann so ein... Pff, das
Ja, das ist so das, was ich gern hätte. So dieser, so ein Cinderella-Hochzeitstraum. Glaubst du an Gott? Nein, ich glaube nicht an irgendeinen Typen, der da oben sitzt und irgendeine Sims-Lotterie veranstaltet. Ich akzeptiere jeden Glauben, aber ich gehöre nicht zu den Gläubigen. Glaubst du an Geister und Aliens? Ich würde sagen, ich glaube einfach an mehr, als wir begreifen können und eventuell auch mehr, als wir überhaupt sehen können. Ja. Ich glaube, dass da mehr ist, aber nicht an Aliens in grünen Männchenformen oder Geister wie die maulende Myrte oder so komische Geschichten. Nee, das nicht. Aber ich glaube, dass da einfach mehr ist, was wir nicht begreifen können und nichts mit anfangen können, was wir nicht, ja. Glaubst du an Himmel und Hölle? Nein. Denkst du an den ersten Kuss beim ersten Date? Da ich nun schon seit 4 Jahren mit meinem Freund zusammen bin, hatte ich lange keine Dates und ich glaube, ich hatte auch nie so wirklich welche, nein. Aber so grundsätzlich, so beim ersten Treffen mit jemandem alleine, weiß ich noch, ich habe sehr, sehr intensiv sogar daran gedacht, weil ich einfach geprägt bin von solchen Geschichten und Erzählungen. Und ich hatte solche Angst davor als Kind, dass, also wann war das? Ich hatte mit 10, glaube ich, mich mit einem Jungen getroffen und da, das war ein Horror. Da saß ich im Kino völlig verschränkt und versteift da so mit den Armen und wollte mir nicht mal meine Jacke ausziehen, weil ich so eine Angst hatte, dass er sogar meine Hand nimmt. Also das hat mich sehr, 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 sehr geprägt. Ich hatte damals so eine Angst durch die ganzen Filme und ja, durch das Fernsehen einfach, was da so gezeigt worden ist, hatte ich echt Angst, dass ich das auch machen muss. Und wenn ich unter Druck gesetzt werde, dann mache ich es meistens nicht. Und das war schon immer so. Und ich hatte echt Angst, deswegen habe ich es immer noch im Kopf immer wieder gehabt. Aber schlimm war es nie, also um Gottes Willen, nur das, ja, deswegen denke ich halt einfach dran oder ja. Glaubst du an dich selbst? Ja, würde ich sagen. Also ich glaube, dass ich alles, was ich will oder möchte oder was ich mir vornehme, dass ich das hinkriege und dass das schon alles irgendwie wird, dass ich das schaffe, was ich mir vornehme. In dem Sinne schon, ja, da glaube ich an mich selbst. Inwiefern jetzt die Frage wirklich gemeint war, weiß ich leider nicht, aber so habe ich es verstanden und deswegen kann ich schon sagen, dass ich an mich selbst glaube, ja. So, da sind wir auch schon fertig mit dem Get to Know Me Tag. Ich hoffe, euch hat's gefallen, ihr habt ein bisschen mehr über mich rausgefunden. Wenn ihr noch Fragen habt an mich, wenn ihr überhaupt Fragen habt an mich, dann schreibt's mir doch einfach mal unten in die Kommentare, dann werde ich daraus auch nochmal ein einzelnes Video machen, diese Fragen, Antworten, Dinger da. Jedenfalls habt ihr hier rechts von mir meine letzten beiden Videos. Einmal hier oben das Video zum Hashtag Wir sind Booktube. Es gibt auch von den Bloggern den Hashtag Wir bloggen Bücher. Da könnt ihr gerne mal reinschauen, was ihr dazu so findet. Dazu gibt es auch schon einiges. Und ich persönlich freue mich total, dass das so große Wellen schlägt auch und so viel Feedback gibt von euch auch an uns. Und hier unten meine Rezension zu Die Überlebenden von Alexandra Bracken. Dieses Buch hat mir mit 4 von 5 ziemlich gut gefallen. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, klickt einfach mal rein, schaut vorbei. Ja, ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Ich bin ja jetzt in der neuen Wohnung. Es hallt ganz schön, merke ich gerade. Ja, das wird noch, wenn ich dann mehr bei IKEA war, irgendwann wahrscheinlich. Wenn nicht, auch nicht schlimm, dann nehme ich wieder das andere Mikrofon. Jedenfalls freue ich mich aufs nächste Mal. Ich quatsch gerade völlig durcheinander. Tschüss.